Herzlich willkommen zum dritten Part von Let's Play FIFA 13. Heute geht es los mit der nächsten Partie gegen den FSV Mainz 05. Und ja, das sollten wir eigentlich auch gewinnen, wie die Bayern auch in echt. Und Ivan Schitz ist von denen verletzt, den kenne ich nicht. Ist wahrscheinlich ein Stammspieler oder sowas. So, und als erstes können wir das ja kurz machen. What zack. Bam. So, 500 Punkte. Ja, komm, fick dich, kein Bock drauf. So. Da war mal hier wieder hoher Druck und Teampressing, Standardding und dann. Oh, übelst verarscht, ey. So, Müller spielt. Also ich habe da jetzt auch nichts verändert, glaube ich. Obwohl ich Kroos lasse ich wieder einwechseln nachher wahrscheinlich. Oder nicht, mal gucken. So, in echt ist es ja 2-1 gewesen. Mal gucken, wie es hier endet. Bestimmt höher für uns natürlich. Jetzt erstmal Mainz. Vielleicht gar nicht so ungefährlich, wenn er jetzt eine Flanke bringt. Oder er spielt zurück nach hinten. So, wir haben natürlich nur eine Veränderung, weil Alaba ist ja gesperrt mit seiner roten da, die er aber sehr schön geholt hat. Weil ansonsten hätten wir da keine 3 Punkte mitgenommen. Nehme ich einfach mal an. Geh doch hin! Oh, schön, naja. Auch wenn es knapp war. Gut. Gut, das war natürlich noch besser und er kriegt sofort den Ball wieder. Er wollte nur noch einmal den Ball kurz haben. Jetzt spielt er auch mal nach da außen. Auch spielt doch zu denen, der da oben steht. Ja, nice. Ey, Junge, spiel nicht zu denen, der da frei steht. Ja, genau, der sollte nämlich den Ball bekommen. Robben. So, auf Lahm. Lahm spielt wieder auf Robben. Robben ist natürlich schneller als die komischen Geier da. So, zack. Ach, scheiße. Das ist natürlich blöd. Jetzt haben wir noch die Verteidiger. Boah, die machen einfach sowas. Oh. Oh, gut. Oh Mann, das könnten wir glatt verlieren hier. Aber gut, der ist aus. Das muss nicht unbedingt ein Sieg werden, das muss uns klar sein. Also hier sind wir momentan nicht in der Verfassung gerade, dass man sagen könnte, wir sind hier am Gewinnen. Momentan ist Mainz stärker als wir, das muss man leider zugeben. Und da ist unser Spieler einfach mal nicht mitgelaufen. Also der wäre sowieso nicht angekommen. Aber das fällt mir trotzdem auf, dass der Spieler da nicht mitläuft. Warum auch immer. Am meisten an FIFA mag ich ja den deutschen Kommentator, den es gar nicht gibt. Hier gibt es keinen Kommentator. Ah, die sind echt super weiße. Die haben Jahre Zeit, um das Spiel zu entwickeln. Okay, ein Jahr. Und dann bringen sie es ohne Kommentator raus. Ich meine, das ist peinlich einfach nur, was EA da mit FIFA 13 bis jetzt so gebracht hat. Kann man, ist eigentlich noch gar nicht spielbar. Das ist quasi eine Beta oder so. Weil die ganzen Fehler werden ja jetzt erst beseitigt. Also dann sollten sie es lieber später oder gar nicht rausbringen. Wow, ey, wow. Ja, jetzt haben wir zumindest gezeigt, dass wir es auch können. Also ich sag mal so, wäre natürlich schön, in dem Let's Play hier Meister zu werden, aber ich sag mal so, wenn wir nur international tätig werden können, reicht mir persönlich das sogar schon. Longshot-Tor. Lol, der war gar nicht mal so schlecht. Aber halt auch nicht gut. Ja, jetzt kommen wir doch wieder offensiver. Also wie gesagt, ich gebe mich schon zufrieden, wenn wir unter den Besten sind. Wäre natürlich schön, wenn wir Meister werden. Aber ich weiß nicht, die Chancen sind 1 zu 18, weil es gibt 18 Mannschaften und wir sind eine davon. Nein, also ich denke mal, wenn das so weiterläuft wie bisher. Na gut, wir haben gegen Greuther Fürth gewonnen. Knapp. Das muss man leider dazu sagen. Also das ist nicht so jetzt super, sag ich mal. Gegen Mainz läuft es bis jetzt auch nur so lala. Ne? Wir kommen zwar momentan jetzt stärker als die. Aber die haben auch ihre offensiven Aktionen bis jetzt schon gehabt. Das reicht eigentlich schon. Jetzt erstmal wieder am Angriff hier. Oh, lalalala, schade. Den kriegen wir auch nicht. Den aber. Erstmal noch haben wir den. Ja, gut. Iniesta, jetzt kann er hier sich auch mal beweisen. Hat ja fast ein Tor geschossen im letzten Spiel. Vielleicht wird es heute was. Wenn nicht, ist es auch scheißegal. Aber eine Torvorlage hat er schon gemacht. Das ist schon gut.
So, ich gebe mich eigentlich mit dem 0:0 hier nicht wirklich zufrieden, muss ich sagen. Also gegen Mainz, ich weiß nicht, ich weiß ja, Weltklasse, ich habe noch nicht so gegen Dortmund, habe ich glaube ich nur in der Demo-Weltklasse oder Legende gespielt. Da waren die schon echt stark. Also solche Gegner halt zu besiegen wird auch nicht leicht. Da sollte man natürlich gegen Mainz und sowas schon mal die Punkte holen, damit man dann auch mal 3 Punkte nicht kriegen kann. Das sind ja gerade so Pflichtpunkte hier. Und wenn man die schon nicht holt. Ah, egal, die Statistik gepusht reicht schon. Ja. Robin! Oh, schade! Das hätte ich ihm ja gegönnt. Sehen wir das nochmal? Ja, ich hätte auch in die Mitte passen können. Mit ja, dann wäre er wahrscheinlich sogar reingegangen. Na gut. Egal, Robin hat es halt versucht, hat nicht geklappt. Schade. Nächstes Mal vielleicht. Vielleicht ja jetzt. Nee, der wäre sowieso nicht gegangen. Lahm! Oh, Junge, der ist gar nicht lahm, der ist auch schnell. Oh, jetzt vielleicht Gomez. Oh, nein! Nee, so viel Pech kann man doch gar nicht haben. Oh, Junge, das wäre schon jetzt das 2:0. Oh, schade, ey, wäre der reingegangen. So Pfosten, Pfosten rein, das wäre immer geil. Oder Pfosten, Latte, Pfosten, Boden, Pfosten rein, wäre auch cool. In einem Let's Play wäre es natürlich noch viel cooler. Gut, also wir sehen schon, wir sind hier die dominierende Mannschaft. Am Anfang waren wir es nicht, da mussten wir uns wahrscheinlich erstmal einspielen. Aber jetzt können wir hier locker auch davon reden, dass wir mal einen Dreier holen. Wie schnell ist der denn, Junge? Gegen Robben? Ja, genau, Junge, ist doch nicht schneller als Robben. So, den haben wir jetzt erstmal wieder. Ja, haben wir. Ich spiele hier gegen Mainz auch gerade irgendwie nicht mit hohen Bällen. Ich achte jetzt mal ein bisschen mehr darauf, ob die auch ankommen können. Und der ist wirklich. Will ich auch hoffen. Ja, gib ihm Rot und weg, ey. Was soll denn das hier? So, einfach hier jetzt raus und Freischüsse bin ich hier nicht gefährlich. Oh, gefährlich. Ja, gut, die erste Halbzeit, kein Tor. Und Gladbach führt momentan gegen Nürnberg. Nein, was mache ich denn? Wollte ich gar nicht. Ja, egal. Gut, dann ist der Ball jetzt erstmal weg. Die spielen aber alle wieder zurück zum Torwart hier. Lauf! Die Mainzer sind sau schnell irgendwie. Oh, schade, hätte ich den da bekommen, ne? Aber habe ich nun mal nicht, also müssen wir darüber nicht weiter diskutieren. Und wir gehen sofort in den nächsten Angriff über mit Iniesta. Ah, gut, da habe ich nicht richtig geguckt. Ah, wohl. Ah, okay. Hätte man auch jetzt einen Elfmeter geben können, aber okay. Leute nicht. Machen wir mit wegschubsen. Nein, da hat er den Ball getroffen. Ja, super Pass. Dann wissen wir ja, was wir im Training nicht mehr üben müssen. Ey, Leute, hier mal sehr mal offensiv stellen. Ey, das gibt's doch gar nicht. Wir können doch nicht gegen Mainz hier unentschieden oder verlieren. Kann ja beides passieren. Oh, Spieler nach unten! Oh, Junge, ich drück extra noch nach unten. Er spielt nach oben. Ja, Junge, er ist halt 8-mal so schnell. Ah, okay, der ist aus. Ne, den kriegt er noch. Bringt mir nur leider jetzt nicht so viel. Ja, es ist hier noch nichts entschieden. Den Iniesta jetzt mal. Ja, ich weiß nicht, der hat sich auch nicht wirklich gelohnt zu kaufen, zumindest nicht für so viel, weil dafür ist er nicht gut genug. Also dafür leistet er nicht so viel, sag ich mal. Er macht hier ja kaum was. Er hat letztes Mal nur halt eine Vorlage, weil er halt den Tor, weil er halt abgefälscht, weil der abgefälschte Ball halt dann zurückkam. Lol.
ist schon 16 Minuten. Wir wechseln jetzt auch mal. Also da gibt es ja jetzt gar nichts. Da müssen wir jetzt einfach mal hier. Da müssen Grenzen gezogen werden. Martinez ist übrigens verletzt. Das habe ich gar nicht gemerkt. Das ist natürlich blöd. Da müssen wir nämlich den dafür bringen. Kroos bringen wir für Müller. Und Gomez kommt jetzt auch raus. Pizarro hat sich letztes Mal sehr gut geschlagen. Den lassen wir jetzt auch wieder spielen. Lol, Iniesta ist da 2 Kilometer gelaufen. Ey, Alter. Und 100% der Pässe kann man. Also doch. Hat sich also ein doch gelohnt eigentlich. Also 2 Kilometer ist zwar jetzt nicht wirklich viel, aber so bei FIFA denke ich mal irgendwie schon, oder? Ich weiß ja nicht. Ach, jetzt fangen wir es bestimmt gleich. Na gut, so nicht. Gut, dass er mich nicht deckt oder so. Ist ihm scheißegal. Kommt der Pass halt an? Ah, Junge, was ist das denn? Ah, Junge, ey, jetzt hier nur Einwürfe oder was? Ja. So, nochmal. Der kommt sogar an. Boah, hier Dante will es jetzt aber wissen. Leider kommt der Pass nicht an. Mainz kommt jetzt in den letzten Minuten auf jeden Fall schon mal stärker als wir. Also es bleibt ein spannendes Spiel. Ich wette, wir spielen irgendwie unentschieden gegen die oder wir verlieren. Ich glaube nicht, dass wir gewinnen, ehrlich gesagt. Groß ist jetzt schon wieder halb ausgepowert. Ja, wohin? Leute, die stehen wirklich gut. Boah, mein Spieler bewegt sich gar nicht. Nur der hier unten stellt sich mal kurz ein bisschen frei. Weil er das 1-0 schießen will, was er nicht macht. Weil, komm, oder Pizarro bleibt einfach so in der Mitte stehen, bewegt sich gar kein Stück oder so. Hätte ich gepasst, hätte ich den Ball da schon wieder verloren. Nein, ich meine, das muss auch nicht sein. Das hasse ich auch an FIFA, so, weißt du? So, er wird dann kein Spieler der Welt bei Bayern oder sonst wo, wird da in der Mitte einfach so stehen bleiben. Ja, vor allem, wenn man schon sieht, dass er nicht weiß, wohin spielen soll, dann bleibt man doch nicht so stehen. Gut, der zweite war jetzt etwas hoffnungsvoller. Pizarro darf sich jetzt auch nochmal beweisen mit dem hohen Ball, der nicht ankommt. Schade, aber er kriegt den Ball nochmal, ja. Ja, schwierig jetzt. Wo soll ich hinspielen? Weil die Abwehr von denen steht wirklich gut. Das kann ich, da kann man nichts anderes gegen sagen. Da komme ich gar nicht gegen an. Ja, den Spieler hätte ich jetzt auch behalten können. Dann hätte ich den Ball vielleicht gehabt, aber okay. Wir sind auf jeden Fall momentan eher auf dem Weg, das Tor zu schießen, als die. So viel steht fest, aber das bringt uns natürlich nichts, wenn wir nur auf dem Weg sind. Guck mal, da stehen 5 Leute auf dem Haufen. Was ist das denn für Bayern? Ah, Luis Gustavo wird da kein Tor schießen, denke ich mal. Oh, schade. Ecke, oder? Ich weiß gar nicht. Also gut, Pizarro hat sich da natürlich nicht bewiesen. Schon alleine stehen bleiben, allein reicht, wenn wir das hier heute nicht gewinnen. Dass er erstmal nicht mehr genommen wird. Okay, der war drüber. Juhu. Schweinsteiger, meine Freunde. Ich weiß nicht, soll ich flanken? Ich versuch's einfach mal. Boah. Oh. Oh, ja gut, dann entweder er macht es jetzt oder es endet unentschieden. Oder ich mach's jetzt. Es geht natürlich auch noch. Ja, Schweinsteiger, mach's, mach's! Oh, Junge, das geht doch hundertprozentig Elfmeter. Der hat mich doch hundertprozentig gehalten, ey. Ja, da spielen wir 0-0 gegen Mainz. Ey, das ist doch. Oder wir verlieren das sogar noch. Nee. Los, halt jetzt sehr offensiv, wir alles nach vorne nochmal.
2 Minuten Nachspielzeit, also unser letzter Versuch. Setzt sich durch schön, Iniesta. Nein! Ja, komm! Und da ist es jetzt wieder ein Foul, oder was? Ja, genau. Ich glaube, das Spiel will, dass wir gewinnen. Also das sah zumindest so aus jetzt. Wäre natürlich geil, in der 90. Minute noch ein Tor zu schießen. Ja, so natürlich dann auch wieder nicht. Ja gut, dann haben wir einen Unentschieden gespielt. Das ist natürlich scheiße gegen Mainz, aber na gut. Haben unsere Chancen nicht genutzt und ja. Ist halt blöd. Und Gladbach hat 2-0 gewonnen. Das ist natürlich auch blöd. So, jetzt Spiel natürlich abgelaufen. Wir sind momentan immer noch Sechster nach 2 Spielen. Und einige haben schon 3, also können wir noch locker hier was machen. So, dann gehen wir wieder Teammanagement hier, dann nehmen wir wieder Dante raus. Lag vielleicht an Dante. Kann natürlich auch sein, weil er ist natürlich kein Außenverteidiger. Und er sieht scheiße aus. Aber gut, so viel erstmal dazu. Wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Bis dann.